Wer kennt sie nicht? Die Systeme zur Geschwindigkeitsüberwachung von der Firma Vitronic. Einer dieser schönen Blitzer hier kostet übrigens um die 100.000 Euro. Man unterscheidet bei diesen Säulen übrigens in zwei Varianten. Die hinter mir hat drei Ringe. Sie blitzt also nur in eine Richtung. Und dann gibt es noch die zweite Variante mit vier Ringen. Die blitzt dann in beide Fahrtrichtungen. Wer hat das gewusst? Schreibt es in die Kommentare.